Ja, hi, willkommen zu einem neuen Part Star Wars Jedi Fallen Order. Letzten Part haben wir Malicious besiegt und ja, wir sprechen mal mit der guten Dame hier jetzt. Was willst du wirklich hier, Cal Kestis? Die Erbauer dieses Grabs, die Sepho, erschufen ein Objekt, das Astrium. Es öffnet ein Gewölbe weit entfernt. Dort ist eine Liste machtbegabter Kinder in der Galaxis, aber das Imperium sucht auch danach. Welches Imperium? Das Imperium, das alle Machtbegabten vernichten will, damit sich ihm niemand mehr in den Weg stellt. Dann wird es irgendwann auch nach Datomir kommen. Wie der Krieg. Ich helfe dir, das Astrium zu finden. Nett. Okay. Was hat sie jetzt gemacht? Danke für die Hilfe mit Malikos. Ich dachte, ich wäre geliefert. Ja, so wäre es gekommen. Ja. Zum Glück kam's anders. Ich hab gern einen Verbündeten. Ja, ist eine schöne Sache. Gern geschehen, Cal. Ja, also Magnus war uns überlegen, das ist so richtig. Wir sind immer noch ein Padawan, wir sind in Ausbildung. Verschwende keine Zeit. Ja, wo soll ich denn jetzt hin? Achso, hier drüber, oder was? Dieser Ort. Was hat er denn jetzt auf einmal? Die Herrschaft der weißen Kuh-Jet. Ist es das, was wir suchen? Ich wollte doch schon so rüberspringen, aber ich krieg eine Brücke. Endlich gefunden. Ja. Es ist wahr. Maren, das könnte der Schlüssel zur nächsten Jedi-Generation sein. Das freut mich für dich. Und die Jedi. Aber nichts kann meine Leute zurückbringen. Ja. Nach der Auslöschung war ich allein für eine lange Zeit. Ich war versteckt und hatte Angst, dass sie erfahren, wer ich bin, was ich bin. Und was dann? Ein guter Freund sagte, ich soll aufbrechen und meinen Platz in der Galaxis finden. Du hast auf ihn gehört. Nein, aber das Leben weiß, wie es dich trotzdem auf dem Weg nach vorne zwingen kann. Und jetzt bin ich hier. Völlig unerwartet. Ein Weg nach vorn. Ich gehe mit dir. Echt? Wirklich? Ich habe Jahre auf die Chance gewartet, meine Schwestern zu rächen. Damit ist jetzt Schluss. Ich will an deiner Seite kämpfen. Die Schwestern der Nacht und Jedi reisen nicht zusammen, aber Überlebende. Wir passen uns an. Ja. Ja, das stimmt wohl. Was denkst du, BD? Ich auch. Aber meine Crew werden wir erst noch überzeugen müssen. Ach, das wird easy. Tja, dann machen wir das. Ser versteht das irgendwie und Greets hat kein Mitspracherecht. So, dann müssen wir zurück zu Dings. Wieso habe ich von Graf und Kulsch nur 83%? Was soll das? Ich war doch hier überall.
Oder habe ich irgendwas nicht gefunden? Vielleicht irgendeine Essenz nicht aufgenommen. Was zum Teufel? Was war das gerade? Ach, sie ist das. Sie sitzt da einfach. Ne. Vielleicht öffnet sich irgendwie ein Gang jetzt noch? Keine Ahnung. Da warten Monster auf jeden Fall auf mich. Hast du die vorhin auch angehoben? Ja. Ich wollte sehen, wie du mit Malikos fertig wirst. Als Prüfung? Glückwunsch. Du hast bestanden. Wirst du mir dabei helfen? Ach, du schaffst das schon. Ach so! Ich schaff das schon. Ich brauche Hilfe. Bitte, stimm zu mir. So, der erste. Ah, scheiße. Ich hab vergessen, dass sie das tun. Für deine Hilfe. Was sind das für komische Steinfiguren? So, habe ich jetzt 100% mittlerweile? Ne, 83. Ah, hier geht's auch nach oben. Interessant. Das ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen. Und deswegen habe ich auch keine 100%, weil hier noch ein Echo ist. Hier ist was Furchtbares geschehen. Ein Massaker. Mord an den eigenen Leuten. Für versprochene Macht. Hm. Jetzt habe ich 100, ne? Jawohl. Aber mir fehlt noch 6% auf der Atomia. Vielleicht können wir den restlichen Part dazu verwenden, die zu finden. Gucken wir uns mal an. Wo muss ich hin? So, die Albtraumruinen habe ich schon. Diese Frau, mit der du reist, wer ist sie? Sie? Woher weißt du von ihr? Ich habe deine Gefährten gesehen. Malikos befahl, sie anzugreifen, aber sie waren keine Bedrohung. Sie. Nun, sie war einmal ein Jedi. Lange Geschichte. Ich würde sie gern hören. Hm. Ah, die Viecher sind hier auf jeden Fall nicht mehr da. Das ist schon mal praktisch. Jo, alles klar. Aber erst muss ich auf Datum hier noch 100% holen. Damit der Planet auch abgeschlossen ist. Dann hätten wir 3 von 5. Ich glaube, in dem Spiel gibt es nicht mehr als 5. Maximal 6. Weil ich habe letztes Mal gesehen, als ich das Spiel geladen habe, ich habe 75% schon des Spiels abgeschlossen. Und da ich auf Zepho und Dings, wie hieß der Wookiee-Planet nochmal? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Nicht so wirklich alles habe. Ah, der Boss ist wieder da. Lol. Diesmal ist der Mini-Roboter das. Das geht schlimmer. Ist erledigt. Ich brauche eine Pause. So, der Roboter ist weg. Kann ich jetzt mir hinziehen? Ich kann kaum erwarten, für dich zu kassieren. Hat es wehgetan? Nimm das. Das ist nichts.
Warum läufst du weg? Tu ich doch gar nicht. Versuch doch mich zu fangen. Bin hier, stimmt. Schau nicht so nervös. Ah, ich besieg den aber. Kein Problem. Ich hab hier was für dich. Das ist schmerzhaft. Kommst du nicht dran? Komm, ich nehm's den Behälter und geb meine Macht hoch. Komm hier hin und jetzt verrecke. Anti. Was Cooles? Oh, der bringt aber gut Erfahrungspunkte. So, jetzt geht's darum, wo habe ich noch was nicht gefunden? In dieser komischen Brüderstadt war ich, glaube ich. Brüder der Machtdorf, das ist alles erkundet. Da. Eingestürzte Siedlung. Da fehlt mir aber keine Truhe. Dann muss ich immer nach ganz unten wieder, wenn ich das richtig sehe. Um hier 100% zu holen. Opfersumpf. Da habe ich aber auch alle Truhen, aber nicht alles erkundet. Hexenhorn. Da fehlt mir ein Geheimnis und eine Truhe. Das ist ganz unten. Okay. Das heißt, ab auf die Rutschbahn. Was? So, geht doch. Und ab nach unten. Da habe ich unten irgendwo was übersehen. Oh ja, das hat gar nicht funktioniert. Vielleicht... Ja, genau. Sie ist ja jetzt meine Verbündete. Die Schwestern der Nacht dürften jetzt eher nicht mehr als Gegner kommen. Und die Brüder der Nacht lassen mich vielleicht auch in Ruhe. So. Ich bin rübergekommen. So, wo bin ich denn jetzt? In der eingestürzten Siedlung bin ich. Da fehlen mir noch 7%. Da habe ich bestimmt irgendwo ein Echo vergessen. Oder kann man da irgendwo was finden? Nein. Ja, okay, Leute. Ich werde mich sehr intensiv umschauen. Nach Möglichkeit will ich das in diesem Part abschließen. So, das da hinten ist eine Abkürzung, das weiß ich.
Ja, die Spinnenviecher bleiben natürlich hier. So, das gehört immer noch zu diesem Bereich dazu, ne? Eingestürzte Siedlung, genau. Vielleicht kommt man hier auch, kam ich damals, hatte ich diese Handschuhe noch nicht. Vielleicht komme ich jetzt in Bereiche damit, wo ich vorher nicht hin konnte. Ich weiß es halt absolut nicht mehr. Ist zwar übles Backtracking, aber ich will 100% haben, wenn ich schon mal hier bin. Nicht, dass ich hier wieder... Was? Die Viecher kommen trotzdem? Naja, ist dann halt so. Bitte, hilf mir bitte. So. Da unten war ich schon. Das ist da. Ja. Also diese Prozentzahl, die mir fehlt, das ist, denke ich, einfach ein Echo, den ich nicht eingesammelt habe. Deswegen ganz doll umgucken, dass ich den nicht verpasse. Gucke mal immer auf die Karte, ob ich die 100% habe. Nein. Hallo? Zieh das hoch. Kann ich damit was machen? Wie gesagt, mir fehlt ein Echo. Kann man da irgendwie raus? Wäre ja möglich, aber da ist einfach nur der Tod. So. Ich habe eine Fähigkeit. Da ist das Echo. Ah, ich bin hier nicht rübergesprungen, ne? Okay. Wir gehen nie vor euch auf die Knie. Gut. Das war ein relativ offensichtliches. Warum habe ich das nicht gefunden? Naja. So, da unten ist der Safe-Punkt. So, jetzt ist er hier. Was? Warum habe ich denn immer noch 93%? Hä? Okay. Das Echo hat mir gar nichts gebracht. Ich habe gedacht, das wäre jetzt die... Bestimmt ist irgendwo noch eins. Hier kann man weiter nach oben. Hier kann man hochklettern. Habe ich das letztes Mal auch gemacht? Muss ja, aber hier geht's nicht weiter. Das stößt mich runter. Hier kann ich hoch und von da bin ich gekommen, richtig? Hallo? Kel? Bist du doof? Ja, von da bin ich gekommen. Es tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen langweilig ist, weil ich nach diesen Items suche, aber... Ja, das gehört halt dazu. Wenn man alles haben möchte. Oh, das sind 3 Stück auf einmal. Hallo! Lass dich nicht ständig in eine Sackgasse treiben. So. Mann, Mann, Mann. Von da bin ich gekommen. Dann kann ich hier hochklettern. An diesem Weg bin ich letztes Mal gegangen. Da warten schon die Nächsten.
Ja, genau, guck mal einzeln drüber. Wartet noch einer drüben? Ja, die Spinne, die kommt nicht rüber. Hierher, Baby. Ist klar, in der Luft schießt die mich ab. Mhm. Du Drecksvieh, ey. So. Haben wir hier irgendwo was? Ich bin immer noch in der eingeschütteten Siedlung. Das Positive ist, durch die Gebieteindämmung kann ich ungefähr einschätzen, wo es ist. Das Problem ist, hier, die eingeschütteste Siedlung ist groß. Aber zum Glück linear. Spring dahin. Da gibt's ja nichts, ne? Nö. Es kann natürlich da unten irgendwo, wo die Abkürzungstür ist, sein, ne? Deswegen genau umschauen. Das ist da, wo die Tür ist. Wie viele Krabbler hast du heute gesehen? Ganze Schwärme. Wir sollten in Deckung gehen. Mit dem Fahrstuhl kann ich runterfahren. Das habe ich letztes Mal auch gemacht. Und bis zur Tür habe ich eigentlich auch überprüft. Ja, ich kann mal auffrischen. So, wir haben mittlerweile 3 Fähigkeitenpunkte. Das dürfte eine neue Fähigkeit sein. Was nehmen wir denn? Irgendwas von der Macht, ne? Verheerender Schub, greift man. Das ist auch nicht schlecht. Dann kann ich die halten. Und dann damit punishen. Verheerender Magnet. Lol. Auf den ersten Blick auch nicht schlecht. So, aber ich will 100% hier finden. Ich habe ja gehofft, dass kann ich mit diesem Part abschließen. Das wird definitiv nicht klappen mit Blick auf meine Stoppuhr. Naja. Ich könnte es mir auch einfach machen und das online nachschauen, ne? Ich will das aber, weil das Spiel blind für mich ist, nichts zu diesem Spiel mir nachschauen. Ich will das alles aus eigener Kraft schaffen. So. Ich schon. Was es auch kostet. Letztes Mal sind wir ja hier lang gegangen und das war letztes Mal nicht möglich, weil ich keine Handschuhe hatte. Der bringt mich nach oben. Jetzt habe ich 100%, weil ich diesen Fahrstuhlfahrt nicht gemacht habe. Was ist das da? Das ist eine Werfwand, ne? Lichtschwert anpassen, ja. Komm, wir machen mal ein bisschen Variegation. Gelb hatten wir jetzt lang genug. Wir nehmen mal dieses hellblau. Türkis fast, möchte ich meinen. Sieht nicht schlecht aus. Allgemein sehen alle Lichtschwertfarben auf irgendeine Weise relativ cool aus. So, jetzt muss ich aber obere Wübel klingen. Wo muss ich jetzt genau hin? Irgendwo
Warte, wo bin ich denn? Ich bin in der Bastion des Bruders. Ich muss doch mal irgendwo tief hin, ne? Klippenfestung. Irgendwo fehlt nämlich noch eine Kiste und ein Geheimnis. Dritte Etage, irgendwo was? Brüder der Nachtdorf? Nee, da ist nichts. Hallen erkundet. Eingestürzte Siedlung ist erkundet. Hallen des Nayak. Irgendwo hatte ich das schon gefunden. Ist das denn irgendwo tiefer? Oder ist das auf der zweiten Ebene? Da bin ich jetzt. Das ist das Ende. Wartet mal. Albtraumruinen, trügerische Bastion des Bruders. Obere Würgeklippen. Also wo ganz oben ist es nicht. Ich hätte das doch irgendwo mal entdeckt. Warte mal. Auf was für eine Ebene bin ich? Ich bin auf einer Ebene 1. Das, sagen wir mal, wollen wir nicht. Ich glaube, es war tiefer. Das war doch in Brüder der Nachtdorf. Wenn ich mich richtig erinnere. So, zack, geh mal runter. Ja, ja. Sammelt nicht rum. Hallen des Nyanyak. Das habe ich hier erkundet. Brüder der Nachtdorf, das ist auch erkundet. Der Opfersumpf, der ist nicht erkundet. Wie komme ich da hin? Ich gehe mal den ganz normalen Weg weiter. Mir fehlt es gerade total an Orientierung. Schluss mit der Rennerei. Wir müssen ihn aufhalten. Jetzt! Oh, ich habe keine Macht mehr, okay. Ich hab dich! Bisschen Hilfe, Kumpel. Es tut mir leid, dass ich so völlig verplant nach den Kisten suche, aber ich habe halt überhaupt keine Orientierung. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, die Karte ist nicht gut. Also das hätten sie besser machen können. Du kannst deine Schwäche nicht verbergen. Wenn, zum Beispiel, wenn man sich nur Ebene 5 anguckt, dass man wirklich nur Ebene 5 sieht und nicht die anderen Ebenen. Also ich finde die Karte etwas suboptimal. Ich mach dich fertig. Kamera, bitte. Stim. Ja, lebt der andere noch? Oh ne. Schließt euch mir an! Ich kann euch ja gleich machen. Ach, da hinten kommen neue. Würdest du mir bitte helfen? Nimm den Stim? Hallo?
Ich finde es auch schade, dass die Brüder der Nacht nicht verschwinden, nachdem man eigentlich eine Allianz mit der Chefin hier eingeht. Du kannst unsere Stärke nicht. Wir sind ja schon mal mit dem Stim weniger durchgekommen, also sollte das kein Problem sein. Oh, fuck. Komm, schieß. Richtig, meine ich. So. Kann ich das dann nämlich runterholen. Will ich den Kontrollpunkt, dann sind die alle wieder da. Nee, lassen da. Hallen des Nanak bin ich zurzeit. Ich muss aufpassen, sobald ich in den Opfersumpf gelange. Zeig mir deine berühmten Jedi-Fähigkeiten. Ja, die spürst du gerade. So. Da bin ich aber nicht, als ich das letzte Mal hier war, gut genug durch die Karte gegangen. So, ist das immer noch Hallen des Nerdak? Ja. War der letztes Mal auch hier? Hier, Kumpel. Bisschen Hilfe, Kumpel. Okay, langsam werden die Stims knapp. So, da kommt das Brüder der Machtdorf. Da habe ich aber auch alles. Ja, wie gesagt, es tut mir leid, dass wir hier ein bisschen doppelt machen. Ich würde auch sagen, bis ich beende den Part. Ich gucke wieso gerade auf die Uhr. Ich habe ein bisschen überzogen. Und ich mache schon mal weiter, bis ich in den Bereich komme, wo mir was fehlt. Weil das kennen wir ja, ne? Also, bis zum nächsten Mal und ciao.